Daniela. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Starker Kaffee. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Der Schlaf vorm Computer gilt auch als besonders erholsam. Um 3:30 habe ich dich geweckt. Du kannst dich freuen, dass mich meine Kopfschmerzen nicht durchschlafen lassen, sonst würdest du jetzt noch über deinem Schreibtisch liegen. Kannst du dich erinnern, wann wir das letzte Mal zusammen schlafen gegangen sind? Und von allem anderen ganz zu schweigen? Es ist schön, von seiner Familie verstanden zu werden. Apropos Familie, wo steckt eigentlich unser Nachwuchs? Ella? Wo ist Heinke? Ich sehe mal nach, ob sie verschlafen hat. Oder schreibt sie wieder eine Mathearbeit? Vielleicht will sie dir lieber erst nach deinem Gespräch heute Nachmittag in der Schule begegnen. Ich kann heute Nachmittag nicht, auf gar keinen Fall. Das musst du übernehmen. Wie üblich. Aber diesmal wirst du gehen. Wir hatten das abgesprochen, Markus, und ich habe heute definitiv keine Zeit. So ist das. Du hast keine Zeit. Aber für eine großkotzige Feier, da hast du Zeit. Und das nur, weil ich ein paar Betten in einer Klinik übernehme. Wozu im Übrigen vor allem du mich gedrängt hast. Nur deshalb habe ich heute Nachmittag einen Termin. Bei Professor Peters. Ich will das jetzt auch nicht mehr lange und breit diskutieren. Sag diese Renommierfeier ab und wir haben keine Probleme mehr. Was denn? Ist der jetzt schon weg? Oh, Mom, ich glaube, ich muss sterben. Mein Magen rebelliert, als wenn er mindestens 4 Zentner Erdnussflips gegessen hätte. Kann es sein, dass die Erdnussflips von der Firma Matte und Co. kommen? Betriebsteil Kontrollarbeit? Also, weißt du wirklich, ich wollte Daddy gerade eben noch fragen, woher das kommen kann. Aber er ist natürlich schon wieder weg. Seine eigene Familie kann elendiglich zugrunde gehen, wenn er in seine geliebte Praxis muss. Da hast du nicht so ganz Unrecht mit deinem Vater. Wo tut's denn weh? Eigentlich überall. Mir ist ja so schlecht. Ja, Frau Martini. Ich sag ihm dann Bescheid. Er muss ja jeden Augenblick hier sein. Ja, wiederhören. Na, da scheint ja wieder mal was los zu sein bei unserem Doktor. Hat sie dir das etwa gesagt? Nee, aber das höre ich raus. Also mein Gian hat gesagt, ich muss jetzt aufhören mit Putzen und nach Hause gehen. Fatma, vergiss nicht, du hast heute Nachmittag einen Termin. Ich kann dich ja an der Sprechstunde zu Hause absetzen. Ist der Doktor schon da? Nein, der Doktor kommt erst um 7:30 und hat auch um 7:45 seinen ersten Termin, also... Ach, so lange brauche ich gar nicht. Ich muss ihn noch was ganz Wichtiges fragen, dann warte ich halt so lange. Guten Morgen allerseits. Ah! Fatma, da geht die Sonne auf, wenn ich Sie sehe. Was macht unser kleiner Sie? Ach, der drängt wie verrückt. Er wird bestimmt eine neue Klinik einweihen. Oh, wir wollen nicht übertreiben. Es sind nur ein paar Belegbetten, noch nicht eine ganze Klinik. Also, machen Sie es gut, Fatma. Bis heute Nachmittag. Hannelore, Angelika, wie ist die erste Patientin? Doch, leider, ich muss hier dringend sprechen. Ich warte schon seit einer Stunde auf Sie. Was geht's denn, Herr? Henninger, ich bin der Mann von Frau Henninger. Ja. Doktor, Ihre Frau hat angerufen. Sie möchten bitte sofort zurückrufen. Ja, es geht jetzt leider nicht. Lassen Sie sich was einfallen. Nein, ich glaube, es ist besser, Sie rufen Sie selbst an, und zwar am besten gleich. Also gut, dann stellen Sie es rüber zu mir. Es tut mir leid, Herr Henninger. Es dauert noch einen Moment. Ja, aber... Ja, Marlene, was gibt's denn? Markus, ich weiß, dass du zu tun hast, aber du musst mir helfen, deine Gäste wieder auszuladen. Schließlich willst du die Fete absagen, nicht ich. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für sowas. Ruf einfach an und sag den Leuten, ich hätte heute Abend noch ein wichtiges Geschäftsessen. Und es wird sogar unser erfolgreicher Freund Björn akzeptieren. Dann sag doch wenigstens Mechthild ab. Sie kommt doch gleich zu dir. Erzähle, was du willst, aber sag mir dann Bescheid. Björn. Hallo Marleen. Was kann ich für dich tun? Ein Glück, dass ich dich noch erwische. Herr Henninger. Guten Tag. Wie geht es den Zwillingen? Was macht Ihre Frau? Herr Doktor, es ist ganz wichtig für mich. Verstehen Sie mal, meine Frau, die war doch neulich bei Ihnen. Was ich wissen will, ist sie nun schwanger oder ist sie es nicht?
Warum fragen Sie sie nicht selbst? Ich denke, über ein so wichtiges Ereignis spricht man doch miteinander in einer Ehe. Herr Henninger, Sie haben gewiss nicht ohne triftigen Grund so lange auf mich gewartet. Ist was passiert? Sie ist mit den Kindern weg. Spurlos verschwunden. Vielleicht ist sie zu Verwandten. Sie hat ja gar keine Verwandten. Sie ist bei mir zu Hause. Wir sind doch eine Familie. Sie hat gesagt, dass sie sie anruft. Ich war ja nicht da. Zu Hause meine ich, als sie... Ich mache mir solche Sorgen. Ich habe überall nach ihr gesucht. Nichts. Keiner sagt mir was. Niemand weiß etwas. Wie erklären Sie sich das? Das kann ich nicht. Ich verstehe es ja selbst nicht. Ich tue doch alles. Ich gehe ordentlich meiner Arbeit nach. Ich liefere das Geld ab, pünktlich, jeden Monat. Hört sich gut an. Aber das alleine reicht vielleicht nicht, Herr Henninger. Sie sind Krankenpfleger von Beruf. Das ist ein harter Job. Ja, ich arbeite in der Psychiatrie. Woher wissen Sie das? Oh, Ihre Frau hat es mir erzählt. Wir haben viel miteinander gesprochen. Ach so? Wie ist das zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Sie müssen mir nicht antworten, wenn Sie nicht wollen, aber hilfreich wäre es schon. Sie hat keinen sehr glücklichen Eindruck gemacht. Deshalb bin ich nicht hergekommen. Jedenfalls sollen Sie wissen, ist meine Frau schwanger, kommt Abtreibung nicht in Frage. Ist das klar? Was ist denn mit dem los? Haben Sie seinen Blick gesehen wie Dr. Jekyll? Du meinst Mr. Hyde, der war der Böse. Ich glaube, du siehst zu viele Krimis. Und, was wollte er? Doch wohl kein Termin für seine Frau. Er wollte nur wissen, ob sie schwanger ist. Na, warum fragt er sie nicht selbst? Weil sie mit ihren Kindern verschwunden ist. Was? Sie hatte irgendwas Böses im Blick. Wann hätte Frau Henninger ihren nächsten Termin? Moment. Geben Sie mir doch bitte die Unterlagen, Hamburg. In 4 Tagen. Das wäre mir zu spät. Gysi, Sie müssen sie unbedingt versuchen zu finden. Vielleicht kommt sie wieder nach Hause. Fragen Sie bei Ihren Verwandten nach und kriegen Sie raus, ob sie eine Freundin hat. Und rufen Sie auch in den Frauenhäusern an. Und dann bringen Sie sie sofort zu mir. Hallo, Mechthild. Guten Tag. Du siehst fabelhaft aus. Komm rein. Herr Lorin. Mhm. Ja, der Tag fängt ja gut an. Ja. Was hat er gesagt? Zu Hause. Verwandte. Freundin. Frauenhäuser. Du, also wenn ich so einen Mann hätte, dann hätte ich mir längst schon Geliebten zugelegt. Mhm. Mr. Jekyll. Was ist mit Koller? Ist er da, wenn es soweit ist? Koller baut einen Tunnel in Südamerika. Ich will ihn dabei nicht stören. Ernsthaft nicht, Markus. Und ohne falschen Stolz. Von wegen, er könnte von allein draufkommen. Zumal ich überhaupt nicht weiß, ob es noch ein Licht für uns gibt am Ende des Tunnels. Hm. Wie lange geht das jetzt schon so? 5? 7 Jahre? 9 Jahre. So lange kennen wir uns. Was will denn der schon wieder hier, der Angeber? Der ist doch viel zu alt für so einen Sportwagen. Ich dachte, du bist krank. Marsch ins Bett, bevor dir schlecht wird. Mir ist schon schlecht. Ella möchte uns einen Kaffee kochen. Heinke, sagst du ihr das bitte? So, da bin ich. Schneller geht's nicht. Konnte ich gerade noch auftreiben. Schön, dass du da bist. Also, was gibt's? Markus ist ziemlich sauer auf mich. Und warum? Ich habe zu viele Leute zu seinem Geburtstag eingeladen. Ach, das hätte ich dir vorher sagen können. Der mochte schon während des Studiums keine großen Feten. Warum hast du ihn nicht gefragt? Nun nimm du ihn nicht auch noch in Schutz. Ich dachte, du wärst auf meiner Seite. Ich bin immer auf eurer Seite. Ach, wie ritterlich. Mein Gott, wie peinlich, all diese Leute wieder auszuladen. Du schaffst das schon. Mit Charme. Hm. Ist das Bild von dir? Hm. Das gefällt mir. Ist richtig gut. Markus hat es nicht einmal bemerkt. Stoffel. Ich schenke es dir. Ist das dein Ernst? Hier gilt das nur als Beschäftigungstherapie. Danke. Lieb von dir, Heinke. Hallo, Kleines. Keine Schule heute? Ich bin kein Kleines. Oh, Verzeihung.
Sie ist krank. Pubertierende Gastritis, vermute ich. Ah, ja. Markus, ich glaube, es geht los. Ganz ruhig, Michtel. Kein Grund zur Aufregung. Ja, aber irgendetwas läuft aus mir raus. Normale Herztöne und keine Wehen. Na, haben wir noch ein bisschen Zeit. Hier ist doch alles ganz nass hier. Das ist Fruchtwasser. Die Blase ist gesprungen. Rufen Sie einen Krankenwagen und sagen Sie Dr. Kleinert Bescheid. Oh, jetzt wird's mir aber doch komisch. Soll ich Marlene anrufen? Mhm. Meinst du jetzt Zeit? Marlene keine Zeit für ihre Mechthild? Also die Situation gibt's einfach nicht. Es tut gut, von einem Chauffeur gefahren zu werden. Oh, ich hoffe nur, dass du heute meinetwegen keinen wichtigen Termin versäumst. Deinetwegen versäume ich gern jeden Termin. Du bist ein Charmeur, mein Lieber. Obwohl ich weiß, dass du wieder mal schamlos übertreibst, geht es doch runter wie Öl. Folge der Entwöhnung. Na, so lange seid ihr nun auch wieder nicht verheiratet. Es ist kälter geworden zwischen Markus und mir. Neulich bin ich wieder mit ihm Motorrad gefahren. Du weißt doch, wie ich das immer genossen habe. Jetzt bin ich erfroren. Oh, was rede ich da? Ich bin heute eine sentimentale Ziege. Ich liebe sentimentale Ziegen. Ach, entschuldigen Sie bitte. Mein Name ist Dr. Mertin. Ich übernehme die Belegbetten von Dr. Hess. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich Professor Peters finde? Ja, natürlich. Am Ende des Ganges, die letzte Tür rechts. Dankeschön. Bitte schön. Ja, bitte. Dr. Mertin, schön, dass Sie da sind. Ich habe den ganzen Schreibkram vorbereiten lassen. Leider wird unsere Kollegin Sörensen verspätet eintreffen. Sie hat einen Autounfall. Ich sag's ja, Auto und Frauen. Naja, aber das sagen Sie ja gar nicht, ja? Ist dir was passiert? Bisschen Blechschaden, aber Sie wissen ja, Polizei, Versicherungen. Das sind hier die Personalkosten. Und hier ist eine Aufstellung der Kooperationsmöglichkeiten, die wir hier im Hause wahrnehmen. Histologie, Mammographie etc. Sie entschuldigen. Ja? Komm sofort. Ja, ich muss leider gleich in eine OP. Komplikationen nach einer Hysterektomie. Professor Henriette hat gerade angerufen. Geburtsstillstand bei Frau Hinze. Hintere Hinterkopfslage. Frau Dr. Wilke, unsere Kinderärztin Dr. Mertin, aber die Belegbetten von Dr. Hess. Hess übernehmen, ich weiß. Vielleicht müssen wir einen Kaiserschnitt machen. Einen Anästhesisten habe ich verständigt, aber Frau Dr. Sörensen ist ja noch nicht da. Ich muss jetzt in den OP, also vielleicht. Könnten Sie vielleicht Dr. Mertin? Ja, natürlich. Frau Dr. Wilke wird Sie in den Kreißsaal bringen. Also bitte. Also denn? Ruhig. Tief durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Einatmen und ausatmen. Der Doktor muss gleich da sein. Frau Henze, bitte noch nicht pressen. Hecheln, hecheln bitte. Oberflächlich atmen. So ist es gut. Gut. Guten Tag, Frau Henze. Dr. Mertin. Wir schaffen es schon. Herztöne? Normal, aber das Kind will nicht kommen. Das Köpfchen ist ja schon fast durch. Müssen wir nur noch ein bisschen nachhelfen. Vakuumextraktion? Nein, ein Forzeps, bitte, Schwester. Ich danke dir, Björn. Ach, ich fahre Sie, wohin Sie wollen, meine Dame. Wenn es sein muss, bis ans Ende der Welt. Vernachlässige nicht deine Kanzlei. Erst die Arbeit. Nein, 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 erst das Vergnügen und dann die Arbeit. Oh, tolles Vergnügen. Sich von einer malenden Hausfrau mit ihrer Midlife-Crisis belästigen zu lassen. Moment, sagtest du Midlife-Crisis oder Selbst-Midlife-Crisis oder was sagtest du? Ich gehe jetzt zu meiner Freundin. Die hat Verständnis für die Sorgen einer dahinwelkenden Ehefrau. Aha. Du übertreibst schamlos! So,
Frau Dr. Wilke wird jetzt Ihren Buben untersuchen. Dafür, dass er sich geweigert hat, auf die Welt zu kommen, macht er sich jetzt ganz schön bemerkbar. Freuen Sie den Buben. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Darf ich bekannt machen? Dr. Sörensen, Dr. Nathin. Ich freue mich. Guten Tag. Ich dachte, Sie wollten die Betten von Dr. Hess übernehmen und nicht meine Patientinnen. Es gab eine kleine Komplikation. Eine hintere Hinterkopflage. Aha, danke. Dann werde ich nach meiner Patientin sehen. Schließt man Freundschaften fürs Leben. Oh. Ja, wenn das kein Einschlag ist, dann sollen wir uns weiter durch die Papiere quälen. Tut mir leid, Kollege Peters, aber bevor mich jemand bei meinen Patientinnen vertreten muss, gehe ich lieber zurück in meine Praxis. Ach, du kannst das albern finden, aber die Nase hat sie von deinem Koller. Findest du? Na, da hast du Felix besser in Erinnerung als ich. Und wie lange frisst er sich nun schon wieder durch bolivianische Bergmassive? 4 Monate, 7 Tage und ungefähr 5 Stunden, wenn du die Flugzeit mitrechnest. Für eine abgeklärte intellektuelle Zweierbeziehung klingt es etwas verkitscht. Abgeklärt und intellektuell kann ich ja wieder sein, wenn er da ist. Ach, Marlene, du wüsstest, wie sehr ich mir manchmal wünschte, die stinknormalste Familie zu sein, die du dir nur vorstellen kannst. Sonntags das Kind durch den Zoo schieben, mittags eine Bockwurst in der Currybude. Da beneide ich dich schon ein bisschen um deinen Markus. Es war einmal so zwischen uns, das mit dem Kummer wegstreicheln. Als Heinke klein war und davor, als wir uns noch nicht von dem Alltag überholen ließen. Wenn Markus heute nach Hause kommt, dann hat er den Kopf voller Arbeit und ich habe keine Muße mehr, ihm wirklich zuzuhören. Das merkt er natürlich und frisst alles in sich rein. Aber ich kann nicht dagegen an. Ich bin ungerecht, ich weiß, aber ganz hinten in meinem Kopf möchte ich ihm manchmal sogar wehtun. Ach, Mücke, entschuldige. Das ist heute wirklich nicht der Tag, meine blöden Sorgen mit dir durchzukauen. Hm. Willst du schlafen? Marlene? Er ist auf einmal so schwindelig. Marlene? Ich bin hier, Mücke. Soll ich einen Arzt rufen? Marlene? Warum gehst du denn? Markus soll die Blumen in eine Vase stellen. Bleib ganz ruhig. Ich rufe einen Arzt. In die Normandie, Felix. Du hast es mir versprochen. Nur du und ich, ganz alleine. Ich habe ein Haus am Meer gesehen. Oh, hallo. Bitte kommen Sie. Mit meiner Freundin stimmt etwas nicht, Frau Homberg. Ach, wissen Sie, ich bin eigentlich nur Pfleger und gehöre gar nicht hierhin. Ich wollte nur, Aber es ist mir scheißegal, was Sie hier sind und wo Sie hier hinwollen. Meine Freundin geht es schlecht und Sie werden jetzt sofort einen Arzt rufen. Ach, Herr Doktor, die Dame hat, Bitte, bitte kommen Sie. Mit meiner Freundin stimmt etwas nicht. Frau Homberg? Frau Homberg, hören Sie mich? Schwester Monika, der diensthabende Anästhesist sofort zu mir. Verständigen Sie die Neurochirurgie. CT durchführen, OP vorbereiten. Schwester Freda, kümmern Sie sich um das Baby, ja? Pupillenlicht starr. Ich brauche sofort Professor Moorländer zum Konzil.
Ich habe den Verdacht einer akuten intrazerebralen Blutung, unter Umständen ein ruptiertes Aneurysma. Bitte in den OP, ja. Herr Doktor, können Sie mir sagen, was mit Frau Homberg ist? Wir müssen das Computertomogramm abwarten. Unter Umständen muss sofort operiert werden. Was ist denn rupturiertes Aneurysma und was kann mit ihr passieren? Lassen Sie uns die Untersuchung in der Neurologie abwarten, ja? Sian hatte sich noch nicht anders überlegt. Fatma streckt der Welt sein Hinterteil frech entgegen. Das macht er richtig. Diese Welt hat sie auch nicht anders verdient. Manchmal frage ich mich, ob es überhaupt noch Sinn hat, Kinder zu bekommen. Komm, 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 Hannelore, verschon uns mit deiner Endzeitstimmung. Jedes neue Leben macht Sinn. Ihre Familie freut sich bestimmt auf den neuen Bruder, oder? Hm? Ach, nicht nur aufs Brüderchen. Auf den Cousin, auf den Neffen und auf das Enkelkind, aber am allermeisten auf den Sohn. Ihr wisst ja sicher, in Kuran steht, die Männer sind den Frauen überlegen. Aber meine Familie halten muss nicht so streng dran. Aber sag mal, Doktor, was machen wir, wenn mein Jihan seinen Dickkopf wählt und sich nicht umdreht? Dann lassen wir ihn so auf die Welt kommen. Bei der siebten Geburt wird das keine großen Schwierigkeiten machen. Aber wir werden genauso vorsichtig und vernünftig sein wie bei den anderen. Das heißt, von jetzt an ist mit dem Putzen Schluss. Ach, da habe ich mir schon alles überlegt. Werde ich nicht putzen, wird meine Tochter Suheila kommen. Sie kann ja ganz gut ein bisschen Geld gebrauchen, bevor sie studiert. Einverstanden. Gute Idee. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, Ihre Frau ist im Apparat. Sie ist in der Klinik bei Frau Homberg, das ist dringend. Ja? Was? Verdacht auf ein Aneurysma? Glück, dass du da bist. Hast du mit Moorländer sprechen können? Nein. Dr. Glanert war da. Dann musste Mücke gleich in den OP. Markus, was bedeutet dieses Aneurysma? Kollege Martin, wir haben sofort operiert. Aber die Massenblutung konnten wir nicht stillen. Dadurch Störung des Atem- und Kreislaufzentrums. Letztlich die Ursache für den letalen Ausgang. Es tut mir leid. Ausschließlich ein neues Analysegerät für die Blutzuckerwerte. Mhm. Und Sie verstehen sicher, dass ich Ihr Angebot erst mit meinem Chef durchsprechen muss. Aber den Reflolux S könnte ich mir vorstellen. Besprechen Sie das in aller Ruhe mit Ihrem Chef. Dürfte ich Sie vielleicht nach Hause bringen? Ich meine, wo ich Ihnen jetzt schon den Feierabend gestohlen habe, das ist doch eine Frage, die Sie ohne Ihren Chef entscheiden können, oder? Ja, da mein Auto in der Werkstatt steht, Angebot angenommen. Aber ich muss noch einmal telefonieren. Frau Henninger? Ja. Ach, Gott sei Dank, dass ich Sie erreiche. Es ist Schwester Gysi. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Ja, ich weiß, mein Mann war da. Es ist alles in Ordnung. Ja, Dr. Mertin würde Sie gerne noch in der Sprechstunde haben, vor nächsten Mittwoch. Könnten Sie vielleicht morgen kommen? Hallo. Christa! Frau Henninger! Was wollen Sie von uns? Lassen Sie meine Frau in Ruhe! Ach, Herr Henninger, ich wollte nur einen Termin mit Ihrer Frau machen. Hier ist Praxis Dr. Mertin. Wir sollen uns in Ruhe lassen, alle. Meine Frau braucht keinen Termin. Meine Last doch, ich muss in die Praxis. Gar nichts musst du. Du tust, was ich sage, verstanden? Hallo, Frau Henninger.
komm, Henninger. Schlossstraße 3 in 12555. 12555. Wissen Sie, wo das ist? Es müsste Köpenick sein. Gut, da fahren wir jetzt hin, gleich. Köpenick? Das ist am anderen Ende der Stadt. Ja, fahren Sie mich jetzt oder muss ich mir ein Taxi rufen? Sie haben bestimmt alles getan, was notwendig und was möglich war. Vielleicht hat sich Mechthild bei der Geburt so sehr verkrampft oder so intensiv gepresst. Und dabei ist dann eine Arterie, ein Gefäß kaputt gegangen. Und wenn du dabei gewesen wärst? Wenn Mechthild in deiner Belegbettenklinik entbunden hätte? Wäre es dann auch so gekommen? Ich weiß es nicht. Dieses Krankheitsbild ist absolut selten und es gibt leider auch nicht viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Warum hast du die Betten nicht früher übernommen, Markus? Weil wir früher das Geld nicht dafür hatten. Vater hätte dir das Geld vorgestreckt. Aber du wolltest es nicht. Er hat es dir so oft angeboten. Weißt du, was du mir da vorwirfst, Marlene? Unsinn, ich werfe dir nichts vor. Ich meine ja nur, wenn Mechthild bei dir... Du hast doch selbst gesagt, was für eine Angst sie vor der Geburt hatte. Niemand kann eine solche Komplikation vorhersagen. Entschuldige. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Mechthild einfach nicht mehr da ist. Weg. Einfach weg. Für immer. Und sie hat sich so auf das Kind gefreut. Ich werde Koller informieren. Es ist hier! Er bringt seine Frau noch um! Mach doch aber auf! Du mach schon! Komm! Na, helfen Sie mir! Das ist nicht so einfach! Ach so doch nicht! Ja, ich schlapp schon! Das ist Einbruch! Oh Gott. Ich bring Sie gleich zu einem Arzt. Nein, nicht zu einem Arzt. Mir fehlt ja nichts. Ich will bloß weg hier. Also gut. Dann fahren wir am besten ins Frauenhaus. Sie haben also mit Frau Henninger gesprochen? Ja, ich war gestern Abend bei ihr. Er hat sie grün und blau geschlagen. Und die Kinder mussten alles mit ansehen. Der reinste Horror. Ich habe sie dann ins Frauenhaus gebracht. Die Jungs auch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie da bleiben wird. Es ist irgendwie absurd. Frau Henninger liebt ihren Mann. Dabei benimmt er sich wie ein Tier. Der Mann ist krank, unberechenbar. Gysi, bringen Sie Frau Henninger sofort hierher. Die Laborsachen haben Sie. Darum wollte ich Sie bitten. Tschüss. Dr. Glanert ist einer der besten Gynäkologen in der Stadt. Ich weiß. Deshalb habe ich Sie ja zu ihm geschickt. Ich bin sicher, dass das die richtige Entscheidung war. Machen Sie sich doch bitte keine Vorwürfe. Meine Lore, schicken Sie Frau Bremer rein. Frau Bremer, bitte. Guten Tag, Frau Bremer. Danke. Bitte setzen Sie sich. Was kann ich für Sie tun? Es ist so, Herr Doktor, ich kann keine Kinder bekommen. Wer hat das diagnostiziert? Niemand. Aber ich verhüte seit langem nicht und nichts passiert. Wie alt sind Sie? 32. Waren Sie schon mal schwanger? Nein. Aber Sie wollen ein Kind haben? Ja. Unbedingt. Und mein Mann auch. Der ganz besonders.
Bevor ich Sie untersuche, brauchen wir eine genaue Anamnese. Wir müssen herausfinden, ob irgendetwas in Ihrer Krankengeschichte gegen eine Schwangerschaft spricht. Unfruchtbarkeit kann die unterschiedlichsten Ursachen haben. Anatomische Missbildung, Hormonprobleme, Stress. Und es betrifft vor allem immer beide Partner. Mann und Frau. Es liegt an mir, Herr Doktor. Es muss an mir liegen. Wann hatten Sie Ihre erste Regel? Können Sie sich daran erinnern? Ja, mit 12. Ich weiß es noch ganz genau. Ich hatte damals furchtbare Angst. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und Ihr Zyklus? Ist der regelmäßig oder gibt es da Abweichungen? Nein, ich habe meine Tage alle 4 Wochen. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente oder Drogen? Nein, höchstens meine Kopfschmerztablette. Frau Prime, ich will jetzt nicht indiskret sein, aber ich muss Sie das fragen. Wie oft haben Sie mit Ihrem Mann Geschlechtsverkehr? Also in den letzten Monaten relativ oft. Was heißt das relativ oft? Also nach dem Eisprung fast jeden Tag. Wie gesagt, wir wollen unbedingt ein Kind. Ich werde Sie jetzt erstmal untersuchen. Wollen Sie Ihre Wut jetzt an den Jungs auslassen? Was wollen Sie von mir? Ich schäle doch nur rum und tucke einmal. Nein, natürlich nicht. Sie prügeln nur, wenn Ihnen der Suff das letzte bisschen Verstand ausgeschaltet hat. Aber wenn Ihrer Frau oder dem Kind in Ihrem Bauch irgendetwas passiert ist, dann gnade Ihnen Gott. Der verfluchte Schnaps hat mich verrückt gemacht. Ich liebe doch meine Kinder und meine Frau. Ja, das habe ich gesehen. Leute wie Sie gehören in eine geschlossene Anstalt bestenfalls. Meine Fantasie würde auch vor deutlich härtere Maßnahmen plädieren. Ich mach's wieder gut. Ich trinke nie mehr. Ich gehe in die Entziehung. Sagen Sie das meiner Frau, ich verspreche es ihr. Das hätten Sie sich früher überlegen sollen. Tja, Frau Brime, ich kann bei Ihnen keinen pathologischen Befund feststellen. Ja gut, und was bedeutet das? Das bedeutet, es spricht anatomisch zumindest nichts dagegen, dass Sie Kinder bekommen können. Aber Herr Doktor, warum bekomme ich dann keine? Ich meine, wir leben jetzt seit 3 Jahren zusammen und nichts passiert. Mein Mann sagt, er möchte mit keiner Frau zusammenleben, die ihm keine Kinder schenken kann. Hat sich denn Ihr Mann in den letzten 3 Jahren untersuchen lassen? Naja, soweit ich weiß, nicht. Wir werden versuchen, Schritt für Schritt herauszufinden, warum Ihre Ehe bis jetzt kinderlos geblieben ist. Und deshalb kommen Sie morgen bitte ins Labor zu Schwester Gysi zur Blutabnahme. 12 Stunden vorher nichts essen und nur Mineralwasser oder Tee und notieren Sie sich bitte jeden Morgen Ihre Temperatur, sodass wir eine Basaltemperaturkurve erstellen können. Herr Doktor, ich habe da noch mal eine Frage. Mein Mann und ich, wir haben da neulich im Fernsehen einen Frauenarzt gesehen, einen Italiener, irgendwie Antin Juli oder so ähnlich. Der hat ja schon sehr vielen Frauen geholfen, die keine Kinder bekommen. Gut, wir können jetzt deswegen nicht nach Rom fahren, aber und wir dachten, wenn es so nicht klappt, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Sie denken an eine künstliche Befruchtung? Der Kollege Antinori stellt mitunter abenteuerliche Behauptungen auf. Lassen Sie uns erst einmal die Untersuchung abschließen. Wenn ich die Ergebnisse kenne, sehen wir weiter. Tja, aber das Problem ist, mein Mann wartet nicht mehr ewig. Ewig soll er auch nicht warten. Wir sehen uns Ihre Laborwerte an und dann verfolgen wir Ihre Temperaturkurve über die nächsten 6 bis 8 Wochen. 6 bis 8 Wochen? Die Zeit müssen wir uns nehmen. Okay. Was wenn meine Erzeuger spitz kriegen würden, dass ich wegen der Mathearbeit die Schule schwänze? Ich glaube, mein Alter würde mich totschlagen. Meine Eltern haben so viel mit sich selbst zu tun, die checken das gar nicht. Vor lauter Aufgaben haben sie sich selbst schon halb aufgegeben. Eigentlich leben die nur noch in einer Art Solidargemeinschaft, die sich hin und wieder mal gegen mich verbündet. Also ich wäre froh, wenn ich meine gegen deine tauschen könnte. Soll ich dir mal was sagen? Die beste Freundin meiner Mutter ist gestern nach der Entbindung gestorben. Meint ihr, meine Eltern würden das Kind aufnehmen? Es braucht doch jetzt Zuneigung, Liebe, Zärtlichkeit und nicht nur medizinische Versorgung. Das kann man doch nicht einfach so mitnehmen, so ein Kind. Man kann alles, was man will. Nur Ideen muss man haben. Frau
Heininger ist da. Gysi hat sie gebracht. Wunderbar. Guten Tag. Mein Mann war hier. Was wollte er denn? Er sucht sie. Sie und die Kinder. Und er will keine Unterbrechung der Schwangerschaft, das sagt er jedenfalls. Von Unterbrechung war doch nie die Rede, oder? Bitte, setzen Sie sich. Das Verhalten Ihres Mannes war sehr beunruhigend. Auch meine Mitarbeiterin war mir irritiert. Ich mische mich nicht gerne in das Privatleben meiner Patientinnen, aber was machen Sie im Frauenhaus? Hat Ihr Mann Sie geschlagen? Wollen Sie mir nicht sagen, was los ist? Herr Doktor, hat der Ehemann Mitspracherecht? Ich meine darüber, ob ich das Kind austrage oder nicht. Kann mein Mann mir verbieten, mein kleines Mädchen zu... Es ist ganz allein Ihre Entscheidung. Das sagt der Gesetzgeber ganz klar. Allerdings, Schwierigkeiten, wie Sie in der Familie haben, regelt der Gesetzgeber nicht. Das ist Ihre Angelegenheit. Mein Mann, er ist nicht mehr derselbe. Es wird immer schlimmer mit jedem Jahr. Er schlägt mich. Mit nassen Tüchern. Zusammengedrehtes hinterlässt kaum Spuren. Er tut es nur, wenn er betrunken ist. Und ich kann es niemandem erzählen. Sonst wird mein Mann entlassen. Er ist nämlich Pfleger in der Psychiatrie. Und wovon sollen wir dann leben? Deshalb habe ich auch nichts gesagt. Nur einmal, da bin ich ins Frauenhaus. Damit er aufhört mit dem Saufen. Er hat mich früher nie geschlagen. Morgens, wenn er wieder nüchtern ist, dann tut ihm alles schrecklich leid. Dann heult er wie ein Tier. Das ist das Schlimmste. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Hat Ihr Mann Sie auch auf den Bauch geschlagen? Ja, vor 2 Tagen. Spüren Sie, wie sich Ihr Kind bewegt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Deshalb bin ich auch zu Ihnen gekommen, weil ich Angst um mein Kind habe. Zunächst einmal werde ich Sie untersuchen. Dann sehen wir weiter. Störe ich dich? Nein. Ich lenke mich sowieso nur ab. Gab's Knatsch in der Schule, weil neulich keiner von uns da war? Nee, alles paletti. Bloß die Mathearbeit haben sie gemeinerweise nicht geschrieben. Was sind denn das für Bilder? Ach, seit wann interessierst du dich für solche Dokumente aus der Steinzeit? Ihr habt euch gefreut über mich, nicht? Ja. Dein Vater hat geheult, als er dich das erste Mal auf den Arm nehmen durfte. Ich kann mich nicht erinnern, wann das noch einmal passiert ist. Habt ihr euch damals auch schon so oft gestritten? Findest du, dass wir zu oft streiten? Ich finde, dass ihr immer streitet. Sieh mal, so jung war deine Mutter mal. War ich eigentlich ein Wunschkind? Absolut. Wir wollten wenigstens noch 3 von deiner Sorte. Und warum habt ihr nicht? Weiß nicht. Ging immer irgendwie nicht. Die Arbeit und dann war zu wenig Geld da. Weiß nicht. Das war die beste Zeit, die wir hatten. Dein Vater und ich und du. Alles war so klar, so selbstverständlich. Das kann doch wieder so werden. Wenn ihr damals so glücklich wart, als ich geboren wurde, warum wollt ihr dann nicht wieder ein Baby? Kind, weißt du, wie alt ich bin? In meinem Alter wird man Großmutter. Ich bitte dich, das nicht zu wörtlich zu nehmen. Mom, du musst es doch nicht selber kriegen. Du denkst an Klein Mechthild. Na klar, die hat keine Familie. Und wir werden vielleicht wieder eine richtige, wenn sie da ist. So viel Arbeit ist das gar nicht. Und Ella kriegt das ganz schnell wieder hin mit Kindernahrung und so. Abgesehen davon, dass das rechtlich nicht so einfach ist, wie du dir das vorstellst, darf man ein Kind nicht wie ein Heftpflaster auf eine wunde Familie kleben. Ein Kind möchte geliebt werden, um seiner selbst willen. Und nicht als Therapie. Die müssen wir Mertins uns schon selbst verordnen.
Aber irgendjemand muss sich doch um die Kleine kümmern. Wir können sie doch nicht in diesem stinkigen, sterilen Krankenhaus lassen. Kümmern werden wir uns selbstverständlich. Solange bis Klein Mechthilds Vater da ist. Da gibt's doch gar keine richtigen Krankenhäuser im Urwald. Was sie da essen, soll er sie vielleicht mitnehmen nach Brasilien oder wo auch immer der steckt? Das können wir nicht entscheiden. Aber der Felix Koller wird wissen, dass er allein nicht für das Kind sorgen kann. Vielleicht wird Mechthilds Schwester das Baby in ihrer Familie aufnehmen. Lindes Schönherz hat sich immer ein Mädchen gewünscht, zu ihren drei Jungs dazu. Ich habe sie angerufen. Drei Brüder? Toll, dass du schon alles klar gemacht hast. Nee, warte mal. Kennt ihr die Familie überhaupt? Ich meine, drei Jungs, das sagt gar nichts. Wir inspizieren die Truppen schon. Ich fahre mit deinem Vater in den nächsten Tagen nach Claro. Dort hat Mechthilds Schwester mit ihrem Mann eine Gastwirtschaft. Warum erst in den nächsten Tagen? Warum brauchen Erwachsene immer erst 10.000 Wochen, bevor was losgeht, hä? Was ist, Doktor? Ist was mit meinem Kind? Es bewegt sich nicht. Und ich kann auch keine Herzaktion erkennen. Ist es tot? Bitte sagen Sie mir die Wahrheit. Ich kann es nicht mit letzter Gewissheit sagen. Ich werde Sie in eine Klinik überweisen, zu meinem Kollegen Professor Peters. Kann der mein Mädchen vielleicht retten? Er wird Sie sofort untersuchen und alles Nötige veranlassen. Wie kann sowas nur passieren? Wir haben uns so darauf gefreut. Ich habe jeden Tag mit ihr gesprochen. Sie hat mir geantwortet. Seit gestern. Frau Henninger, ich habe den Verdacht, dass sich die Plazenta teilweise abgelöst hat. Durch äußere Gewalteinwirkung. Das muss sie sein. Und der Typ ist wahrscheinlich ihr Mann. Socken doch irgendwie nett, findest du nicht? Ja, normal. Sag mal, wie heißt eigentlich das Spiel, das wir zwei beiden hier spielen, ha? Mensch, hast du eine lange Leitung. Wir sind hier, um die beiden adoptionstechnisch auszutesten. Sie sind doch die Linde Schönherz, oder? Ja, und? Haben Sie uns irgendwas angestellt oder habe ich im Lotto gewonnen? Ich bin die Heintke Mertin, also die Tochter von Marlene Mertin. Und ich, also wir sind gekommen, weil... Wir sind gekommen wegen dem Kind ihrer Schwester. Genau. Ist was passiert mit dem Würmchen? Nein, nein. Der kleinen Mechthild geht's gut. So gut, wie es einem Baby in einer sterilen Klinik nur gehen kann. Na ja. Und warum seid ihr nun zu mir gekommen? Es muss schön sein, in so einer Familie aufzuwachsen. Mit drei Brüdern, die einen beschützen können. Tja, Mädels, ich verstehe euch ja. Aber da muss sich dann doch wohl mal der Vater darum kümmern. Der hat sich ja bislang für meine Schwägerin kein Bein ausgerissen. Mein Gott, wir kommen ja gerade mal so zu fünft über die Runden. Und für Linde wäre so ein lüttes Kind auch zu viel. Ach, das glaubt mir mal, mein Schatz. Und, glauben Sie ihm das? Ich und so ein Mädchen nicht großziehen können. Wo ich mir mal eins gewünscht habe, zu meinen drei kleinen Männern dazu. So kleine Schwestern können prima geärgert werden. Naja, ich habe jedenfalls gelesen, dass Brüder keine Gelegenheit dazu auslassen. Das glaube ich auch. Wenn nur dieser Bau nicht wäre, das wächst dem Benno alles ein bisschen über den Kopf. Und das Geschäft, das könnte wirklich auch besser gehen. Aber ich weiß, was ich will und ich weiß, wie ich es bekomme. Lieber heute als morgen hätte ich die kleine Maus bei uns. Aber ein bisschen Zeit müsst ihr mir noch lassen.